Es ist beeindruckend, wie hochprofessionell die Kinder hier betreut werden und dabei Englisch lernen, zeigten sich Landeshauptmann Günter Platter, Unternehmenssprecher Markus Lange-Swarowski und Wattens Bürgermeister Franz Troppmeier beim Besuch am 5. Dezember 2012 im Kindergarten Wattens Unterdorf 2 begeistert. Alle 95 Kinder lernen dort unter dem Motto Play, Learn and Grow Together spielerisch Englisch. Das Pilotprojekt Bilingualer Bildungsweg, Englisch vom Kindergarten bis zur Matura des Landes Tirol, macht das seit Herbst 2012 in Zusammenarbeit mit der Daniel Swarowski KG und der Marktgemeinde Wattens möglich. Und mir ringt es großen Respekt ab, was die Pädagoginnen hier leisten. Und das Schönste dabei ist, dass sie einfach spielerisch auch Englisch lernen. Und das ist einfach für ihr künftiges Leben so etwas Entscheidendes. Und man sieht, das bereitet den Kindern überhaupt kein Problem. Denn wenn die Englischlehrerin da ist, dann wird also Englisch gesprochen und dann wieder Deutsch gesprochen. Das wird gar nicht vermischt. Also ich glaube, das ist auch die Zukunft. Und mir ist es so wichtig, dass wir den Kindern jede Möglichkeit geben, dass sie sich gut weiterentwickeln können. Das Zusatzangebot steht nicht nur den Kindern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des internationalen Unternehmens, sondern allen Kindern offen. Zweimal in der Woche besucht die Muttersprachlerin Germaine Anderson die 5 Kindergartengruppen. Gemeinsam mit den Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen, die über eine 2-jährige Zusatzausbildung in Englisch im Kindergarten verfügen, gestaltet sie die englischen Bildungseinheiten. Im Vordergrund steht das Hörverstehen sowie Freude und Spaß am Erlernen einer fremden Sprache. Ich bringe sie Werte bei und dann wir umsetzen diese Werte, dass das befestigt ist. So sie wissen, wenn ich in der Früh komme und ich sage Good Morning, sie wissen, das heißt Guten Morgen oder Grüß Gott. Und wenn ich sage, wie geht es dir, how are you, die wissen, fine, thank you and you. Ein hochwertiges und mehrsprachiges Bildungsangebot ist für einen starken Wirtschaftsstandort wie Tirol unabdingbar. Sprache ist heute nicht mehr die nationale Sprache allein, das wissen wir alle. Und ich glaube, das ist eminent wichtig, nicht? Da ist ein Umdenken vorhanden und Weltsprachen, ob es Englisch ist, ob es Spanisch ist, ob es vielleicht Chinesisch ist oder was immer, man braucht diese Biodiversität der sprachlichen Vielheit, glaube ich, braucht man. Und wenn das der Nukleus da sozusagen, der Humus hier vorbereitet wird in dieser Form, dann ist das wunderbar, glaube ich. Ja. Viele Tiroler Unternehmen agieren zunehmend international und beschäftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus aller Welt. Als Unternehmen hat es eine zweifache Bedeutung. Auf der einen Seite ist es gut, dass es so ein Angebot hier gibt, in der Infrastruktur rund um Wattens, sondern in Wattens, weil wir natürlich auch internationale Manager weil dadurch ein interessanteres Umfeld bieten können, die vielleicht ihre Kinder auch weiterhin in Englisch entwickeln lassen wollen oder im Kindergarten bis hoffentlich hin zur Matura, wenn das Projekt dann wirklich ganz umgesetzt ist, dass es solche Angebote gibt. Auf der anderen Seite glaube ich, vor allem für die ganzen Tirolerinnen und Tiroler, Kinder, dass es einfach eine tolle Möglichkeit ist, so frühzeitig damit zu beginnen und wo man sich noch so leicht tut. Und dieser Schritt auch von unserem Landeshauptmann in Richtung dieser Bildungsinitiative halte ich für eine der wichtigsten Themen überhaupt, die uns einfach langfristig als Land global auch wettbewerbsfähig und wettbewerbsstärkend ausrichten lässt. Der zweisprachige Bildungsweg wird neben dem Standort in Wattens auch noch in Zusammenarbeit mit der Plansee Holding AG in einer Kindergartengruppe des Kinderhorts Together in Breitenwang für 20 Kindergartenkinder sowie gemeinsam mit der Sando GmbH im Betriebskindergarten Sando Kids in Kundl für 12 Kinder angeboten.